kann einfach sein, wer ich bin. Ich fühle mich frei. Ich kann einfach meine Kreativität jetzt freien Lauf lassen. Eigentlich sei sie ja ein Angsthase, sagt Ira Butenko. Aber nicht heute, hofft die 21-Jährige aus Gießen. Ich mache 1, 2 Tricks, da habe ich richtig Angst vor, weil ich in dem Park auch ganz, ganz schlimme Stürze schon hinter mir habe. Und da habe ich mir gesagt, okay, heute probieren wir das nochmal. Auch wenn es nicht klappt, aber Hauptsache Commitment. Ausprobieren, zusammen mutig sein, immer wieder aufstehen. Das ist die Idee beim Marburger Skate Rock Bash. Viktor Riemer aus Kassel ist zum 2. Mal dabei. Jeder, der Bock hat, kann mitmachen und zeigen, was er drauf hat. Das ist Gemeinsame, ne? Das Miteinander, das macht halt sehr, sehr viel Spaß. Vor 8 Jahren hatte Carsten Eckhardt die Idee zum Skate-Event samt Live-Musik. Als er beim Sportamt der Stadt Marburg anfragt, sind die sofort als Veranstalter mit an Bord. Das ist ihm wichtig, denn er will die Skate-Community und Behörden zusammenbringen. Da ist das hier eine perfekte Gelegenheit, um mal ins Gespräch zu kommen, bei einer lockeren Atmosphäre und auch mal gemeinschaftlich, nicht nur vielleicht alleine was einbringt, sondern auch mal mit mehreren Skatern zusammen da ins Gespräch einfach kommt. Und das scheint zu fruchten. In Marburg ist ein neuer Pumptrack im Gespräch, ein Parcours zum Beispiel für BMX-Fahrer und Rollerfahrer. Für Ira Butenko geht's jetzt aber erstmal auf die Rail. Mit ihrem Skateboard will sie an dem Gelände entlangrutschen. Das hat sie hier zum letzten Mal vor 2 Jahren probiert, war damals schlimm gestürzt. Fast perfekt. Egal, ich habe die gemacht. Ich bin stolz auf mich und das ist die Hauptsache. Angst überwunden. Im kommenden Jahr wollen sie wiederkommen und neue Tricks üben beim Skate Rock Bash in Marburg.